Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt fast zum Schluss dieser deutsch-französischen Buchtage bin ich beauftragt worden, einen politischen Ausblick zu wagen. Das fällt mir nicht einfach. Frau Beyer, Sie haben mir eine schwierige Aufgabe gegeben. Nach so einem großartigen Schriftsteller soll ich jetzt hier schnöde über Politik sprechen. Und wenn ich so ein bisschen in dem Bild von Herrn Boos bleiben würde, dann bin ich ja doch dann nur der Biotopgärtner, der also versuchen soll, jetzt hier das ein bisschen zusammenzufassen. Erlauben Sie mir trotzdem, dass ich eine Vorbemerkung mache. Seine Exzellenz der Botschafter hat heute Vormittag an den 50. Jahrestag erinnert des Élysée-Vertrages. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben ihn unterzeichnet und waren von dem Gedanken getragen, dass aus den sogenannten Erbfeinden Deutschland und Frankreich Freunde werden sollen. Und ich finde es selbstverständlich, dass wir heute so miteinander diskutieren. Und dieses Selbstverständnis ist für mich immer noch nicht selbstverständlich. Und ich finde es einfach toll, dass wir das hier auch so gemeinsam über solche Themen wie Bücher diskutieren können, versuchen können, politisch Allianzen auch zu schmieden. Ich denke, das ist die Zukunft und das ist, finde ich, eine sehr positive Weiterführung auch der Arbeit, die im Élysée-Vertrag letztendlich beschrieben wurde. Ich möchte auch mich bedanken bei Herrn Toubon für die vielen Treffen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir heute eben auch einiges von dem jetzt zusammen angehen können. Wenn wir heute über die Anforderungen einer Buchpolitik für das 21. Jahrhundert sprechen und viel haben wir dazu gehört, dann ist das natürlich in erster Linie eine europäische Dimension. Aber Sie werden es mir erlauben, dass ich noch einmal ganz kurz auf die deutsche Situation eingehe, weil Sie wissen alle, wir haben in 2 Wochen Bundestagswahlen und das ist natürlich für uns auch eine spannende Herausforderung. Und diese Tagung hier findet genau zur rechten Zeit statt. Nämlich so, dass wir uns heute hier gemeinsam verständigen können, damit wir wissen, was wir denn gerne den neuen Koalitionären, wo wir natürlich noch nicht wissen, wie sie aussehen werden, mit auf den Weg geben können, was sie in den nächsten 4 Jahren in Deutschland an den Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur verbessern sollen. Herr Klebeck hat heute Morgen noch einmal kurz daran erinnert, nur so in einem Beisatz, vor 15 Jahren gab es in Deutschland eigentlich keine richtige Bundeskulturpolitik. Das ist richtig. Vor 15 Jahren hatten wir ja auch Wahljahr, wurde auch im September gewählt und nach dieser Wahl ist dann das Amt des Kulturstaatsministers letztendlich kreiert worden. Der Kulturausschuss im Deutschen Bundestag ist eingeführt worden. Der Deutsche Kulturrat gehörte zu den Verbänden, die das seit Jahren massiv gefordert haben. Und wir fordern jetzt wieder den nächsten Schritt nach dieser Bundestagswahl, weil es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Sie haben nämlich eine Kulturministerin und wir haben einen Kulturstaatsminister, einen zugegebenermaßen guten Kulturstaatsminister, aber eben kein Kulturminister, sondern ein Staatssekretär. Und das ist was anderes, wenn es um die Durchsetzung auch von politischen Ideen geht. Und wenn man politische Ideen durchsetzen will, braucht man Macht. Und deswegen brauchen wir endlich ein Bundeskulturministerium auf der Bundesebene. Wenn wir uns noch einmal die verschiedenen kulturpolitischen Pläne der Parteien auch jetzt zur Bundestagswahl anschauen. Der Kulturrat hat eine Umfrage, wenn Sie so wollen, bei den Parteien gemacht und hat Wahlprüfsteine veröffentlicht. Dann können Sie für die Buchbranche 2 zentrale Aussagen feststellen, die uns zumindest auch, Herr Skippis, ein bisschen Mut machen sollten. Die eine zentrale Aussage ist, dass alle Parteien, Regierungs- wie Oppositionsparteien, die heute im Bundestag sind, sagen,
dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für E-Books eingeführt werden soll in der nächsten Legislaturperiode. Ich denke, wir sollten gemeinsam schauen, dass wir den notwendigen politischen Druck aufbauen, damit das auch in der Koalitionsvereinbarung dann auch drinsteht, damit das nicht Versprechungen nur vor der Wahl gewesen sind, sondern dass es eben auch nach der Wahl dieses Versprechen gehalten wird. Und das zweite Thema, was alle Parteien ansprechen, ist das Thema Urheberrecht, was ja auch hier sehr oft jetzt im heutigen Tag ein Thema war. Sie, Herr Skipis, haben gesagt, 4 Jahre Stillstand hat es im Bereich Urheberrecht gegeben. Ich würde mich so freuen, wenn ich Ihnen widersprechen könnte, nicht wahr? Aber das ist nicht der Fall. Es sind 4 Jahre Stillstand gewesen. Die Parteien haben viel versprochen. Ich denke, wir müssen versuchen, sie daran zu erinnern, wenn Sie jetzt eine neue Bundesregierung bilden werden. Ganz spannend finde ich, wenn man sich diese Ziele der auch deutschen Kulturpolitik anschaut, dass sie auch Kernelemente sind einer gemeinsamen Erklärung des französischen Buchhändlerverbandes, des französischen Verlegerverbandes, des Börsenvereins des deutschen Buchhandels und des deutschen Kulturrates, die wir heute gemeinsam beschlossen haben, aus dieser Tagung herausgehend. Und ich will Ihnen das einfach mal sagen, als Geschäftsführer des Kulturrats, sowas haben wir noch nie gemacht. Das ist also auch ein Zeichen dieser Veränderung von Zusammenarbeit, gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Für alle, die Sie das vielleicht interessiert, draußen liegt diese Erklärung aus. Unter der Überschrift Zukunft des Buches, Zukunft Europas, unterstreichen diese 4 gerade genannten Verbände, dass sich die Branche nur dann vernünftig weiterentwickeln kann, wenn es angemessene Rahmenbedingungen gibt. Also das Biotop sich ordentlich entwickeln kann. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört für uns der Erhalt der Buchpreisbindung. Zu den Rahmenbedingungen gehört für uns die Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes, auch für elektronische Bücher. Für die Rahmenbedingungen gehört die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen. Wir haben heute besonders über die steuerlichen Wettbewerbsverzerrungen gesprochen. Die müssen jetzt beseitigt werden. Und für diese Rahmenbedingungen gehört der Einsatz für ein europäisches Urheberrecht, bei dem der Autor aber auch wirklich im Mittelpunkt steht. Dieses Recht muss gemeinsam gefasst werden, aber der Autor, das heißt der Künstler, muss im Mittelpunkt dieses europäischen Urheberrechts stehen. Wir werden gemeinsam versuchen, die 4 Verbände auf unserer nationalen Ebene, also das heißt in Frankreich und Deutschland, dafür zu sorgen, dass diese Punkte umgesetzt werden. Wir werden aber auch versuchen, gemeinsam es in Europa zu erreichen, dass wir eben auch gemeinsam vielleicht die notwendige Stärke bekommen, dass man diese notwendigen Verbesserungen der Rahmenbedingungen jetzt unmittelbar angeht. Ich kann da auch nur wieder auf Herrn Skipis verweisen, er hat es ja auch eben noch mal in einem Zwischenruf gesagt, wir haben eben nicht alle Zeit der Welt, um diese Umsetzungen vorzunehmen, sondern die Umsetzungen müssen jetzt vorgenommen werden. Und eben war auch das Thema Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der EU. Und erlauben Sie mir, dass ich in diesem Zusammenhang auch die Chance heute noch einmal hier nutze, auch wirklich noch einmal Danke an die französische Regierung zu sagen. Danke ganz besonders auch an die französische Kulturministerin Filippetti, die dafür gekämpft hat, dass es eine Ausnahme für den audiovisuellen Sektor in diesem Verhandlungsmandat der EU zum Freihandelsabkommen gibt. Sie hat dafür gekämpft, die französische Regierung hat dafür gekämpft. Der Kulturstaatsminister der Bundesrepublik Deutschland hat auch dafür gekämpft, aber die Bundesregierung hat nicht dafür gekämpft, sie war nämlich dagegen gewesen. Und deswegen verdanken wir diese für uns sehr wichtige zentrale Ausnahme der französischen Regierung. Danke dafür.
Danke, dass Sie es auch geschafft haben, dass in diesem Verhandlungsmandat die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt erwähnt wird. Für uns ganz zentral. Sie wissen, diese Konvention ist völkerrechtlich verbindlich, aber viele sagen, dass sie nicht kennen, auch die, die die Verhandlungen führen. Es ist gut, dass sie jetzt klar und deutlich genannt ist. Jetzt kann keiner mehr sagen, dass er diese wichtige UN-Konvention letztendlich nicht kennt. Wir müssen uns einfach anschauen, was mit diesem Freihandelsabkommen auf dem Spiel steht. Wir haben über Buchpreisbindung gesprochen. Das Risiko ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen aufpassen, dass die Buchpreisbindung nicht in Gefahr kommt. Es gibt andere Bereiche, auch über den Buchbereich hinaus. Schauen Sie sich die Filmförderung an. Auch dort gibt es Sorgen und Ängste, dass die Filmförderung in Gefahr kommen könnte. Vor ungefähr 3 Wochen habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt. Ein Lobbyistenkollege hat mich besucht, nämlich der Kollege, der von den Hollywood-Studios in Berlin quasi lobbyistisch arbeitet, von den großen Filmstudios, und sagte, wir müssen uns keine Sorgen machen, die Filmförderung wird nicht angetastet werden, weil die großen Hollywood-Studios Nutznießer dieser Filmförderung sind. Das mag sein, aber wo sind Sie Nutznießer oder wo ist Amazon Nutznießer der Buchpreisbindung? Also das muss einem vielleicht noch mehr Sorgen machen, dass gerade auch die Buchpreisbindung in Gefahr kommt. Und Heinrich Bleicher-Nagelsmann, eben vom Schriftstellerverband, hat, glaube ich, einen wichtigen Punkt genannt, den wir nicht vergessen dürfen. Vielleicht die größte Gefahr von diesem Freihandelsabkommen, wenn es nicht ordentlich reguliert wird und nicht ordentlich diskutiert und verhandelt wird, ist, dass im Kulturbereich das Herkunftslandprinzip gelten könnte in der Zukunft. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel Amazon, bleiben wir also nur bei Amazon als die Firma, die wir ja heute am meisten genannt haben, nicht wahr? Dass Amazon, wenn es in Deutschland, in Frankreich, in Europa unternehmerisch tätig wird und seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, nicht mehr deutsches, französisches, europäisches Recht anwenden müsste, sondern amerikanisches Recht anwenden müsste. Und wenn Sie sich das mal überlegen, was das bedeuten würde, nur im Bereich Urheberrecht, nur im Bereich Urheberrecht, weg vom künstlerzentrierten Urheberrecht auf ein Copyright-System quasi durch die Hintertür, kann man sich, glaube ich, vorstellen, welche Probleme dadurch entstehen könnten. Deswegen noch einmal danke, danke der deutschen Kulturakteure an die französische Regierung, die wir als einen sicheren Fürsprecher für unsere Interessen gerade in dieser Debatte wahrgenommen haben, und natürlich die Bitte, dass sie das bitte auch weiterhin bleiben sollen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dort in einem sehr engen Kontakt und Austausch sind. Danke möchte ich aber auch noch einmal an Frau Billet sagen, weil selten bin ich in den letzten Jahren so sympathisch gedrängt worden, nicht wahr, wie bei dieser Tagung. Sie wusste ja, verschoben worden, Sie wissen das, sie hat alle Energie aufgebracht, damit sie hier stattfindet. Vielen Dank, dass Sie hier sich so stark dafür eingesetzt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Skipis hat heute Vormittag gesagt, wir brauchen Stärke für das Buch. Ich glaube, dass diese Tagung das Buch gestärkt hat. Ich glaube, dass diese Tagung wichtig gewesen ist, weil sie zum richtigen Zeitpunkt Deutsche und Franzosen zusammengebracht hat. Ich glaube, dass sie Allianzen gestärkt hat, das gemeinsame Papier der 4 Verbände, ich möchte Sie noch einmal ans Herz legen, ist ein Novum, das hat es so noch nicht gegeben. Das ermöglicht eine neue Form auch der Kooperation und Zusammenarbeit. Und ich danke Ihnen, dass Sie auch so viel Geduld gehabt haben. Diese Tagung war auch eine sehr anstrengende Tagung, aber ich glaube, sie war eine erfolgreiche Tagung. Dankeschön.